Es ist für meinen Großvater, sagte das Mädchen. Als sie ihr folgten, waren sie schockiert. Sie war noch nicht einmal 5 Jahre alt, als sie beobachteten, wie sie jeden Nachmittag zur selben Zeit denselben Weg ging. Sophia Elena schlenderte wie immer mit ihren kleinen Schritten durch dieselben Stadtteile. Und nach 20 Minuten kehrte sie auf denselben Weg zurück, den sie zuvor zurückgelegt hatte, und kehrte nach Hause zurück. Es wäre toll, wenn Ihnen dieses Video gefällt und Sie es teilen. Vergessen Sie auch nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren und auf das Glockensymbol daneben zu klicken, um benachrichtigt zu werden, wenn wir in Zukunft neue, interessante Videos hinzufügen. Nun zurück zur Geschichte. Niemand verstand wirklich, warum das kleine Mädchen diese seltsamen täglichen Ausflüge unternahm oder wohin sie ging. Aber die meisten Leute erkannten sie als die Enkelin von Don Juan, einem älteren Elektriker in der Stadt, und nahmen an, dass sie nicht vermisst werden würde. In einem Fall fand ein neuer Nachbar, der mit der Logik des Dorfes nicht vertraut und besorgt war, den Mut, sich nach dem Verbleib des kleinen Mädchens zu erkundigen. »Es ist für meinen Großvater«, antwortete sie mit kindlicher und kaum verständlicher Stimme. Der Vorgang wurde am nächsten Tag wiederholt, da der Nachbar hoffte, das kleine Mädchen würde ihren Tonfall ändern und ihm genauere Angaben machen können. Auf Nachfrage wiederholte das kleine Mädchen jedoch ihre Antwort. »Es ist für meinen Großvater«, Wort für Wort, und setzte seinen Weg fort. Nach einigen Tagen in diesem Szenario kam der Mann zu der Erkenntnis, dass er der Wahrheit nicht näher kommen würde, wenn er versuchte, das Mädchen zu befragen, denn sie antwortete immer mit denselben rätselhaften Worten. Also beschloss er, ihr auf ihrer Reise zu folgen, um das Schicksal der kleinen Schritte zu erfahren. Dabei entdeckte er eine Realität, die ihn mit Ehrfurcht und Zärtlichkeit erfüllte. Sophia Elena liebte ihren Großvater mehr als jeden anderen auf der Welt. Auch ihre Eltern lebten in demselben Haus und liebten sie. Aber sie mussten den ganzen Tag arbeiten und hatten nur wenig Zeit für sie. Ihr Großvater hingegen war ein pensionierter Elektriker, der sich trotz seiner Rente noch stark genug fühlte, um zu arbeiten und in dem Haus, in dem er mit seiner Tochter, seiner Enkelin und seinem Schwiegersohn lebte, eine kleine Elektrowerkstatt eingerichtet hatte. Don Juan verbrachte also den ganzen Tag mit seiner Enkelin, verwöhnte sie und gab ihr all die Zuneigung, die Kinder beim Aufwachsen brauchen. Als Sophia Elena als Kind medizinische Probleme hatte, war er derjenige, der sie zum Arzt trug. Er war auch derjenige, der ihr half, ihre ersten Schritte zu machen und ihr das Laufen beibrachte. Er war auch derjenige, der miterlebte, wie sie ihre ersten Worte aussprach, die nicht Papa oder Mama, sondern Opa lauteten. Don Juan beschloss, dass Sophia Elena im Alter von 3 Jahren alt genug war, um ihm zu erlauben, in seinem Haus eine Elektrowerkstatt einzurichten. Er würde kleine Reparaturen durchführen, nach einem flexiblen Zeitplan arbeiten und so seine Enkelin nicht vernachlässigen. Seine Tochter und sein Schwiegersohn hatten keine Einwände, denn sie erkannten, dass Don Juan sich noch jung fühlte und wieder arbeiten wollte, um sich nicht gefangen zu fühlen. Sie verstehen auch, dass Sophia Elena, seine kleine Enkelin, immer sicher an seiner Seite sein wird. In seiner Werkstatt begann Don Juan, alle möglichen elektronischen Geräte zu reparieren. Radios, Fernseher, Mixer und sogar Handys, die jeden Tag von Nachbarn aus der Gemeinde zu ihm gebracht wurden. Der ruhige, aber sehr verantwortungsbewusste Mann ging geduldig an seine Reparaturen. Keine Aufgabe, die ihm die Dorfbewohner brachten, war je zu groß für ihn. Er schaffte es immer, das Problem zu finden und eine Lösung zu finden, denn es war eine Arbeit, die er aus Spaß und nicht aus der Not heraus tat. Don Juan stellte den Dorfbewohnern keine Rechnung für die Reparaturen, was ihn bei den Einheimischen noch beliebter machte. Im Gegenzug begannen sie, den Mann mit Geschenken für seine Enkelin Sophia Elena zu entschädigen, nachdem sie bemerkt hatten, dass er nicht für seine Dienste bezahlt wurde. Sie wussten, dass er sie mehr als jeden anderen im Universum liebte und bewunderte. Sie wussten auch, dass er die Geschenke, die sie ihr bringen wollten, nicht ablehnen würde. So wurde Sophia Elena zum meistverehrten Kind des Dorfes und es gelang ihnen, ihr Kleider, Schuhe, Armbänder, Halsketten und alles, was sie in den örtlichen Geschäften finden konnten, zu bringen. An einem bestimmten Tag nahm eine arme Frau im Dorf, die einen winzigen Obstgarten mit üppigen Erdbeerpflanzen besaß, ein paar Früchte dieser Früchte und schenkte sie Don Juan als Bezahlung für die Reparatur eines alten Fernsehers. Diese Frau hatte keine Ahnung, dass zu Don Juans Haus auch ein Erdbeergarten gehörte, den seine Frau angelegt hatte, weil Erdbeeren ihre Lieblingsfrucht waren und deshalb aß niemand im Haus mehr Erdbeeren. Das erinnerte sie an den Tod seiner Frau und bereitete ihnen Kummer. Don Juan war ein höflicher Mann, der das Geschenk einer Dame niemals verschmähen würde.
Also nahm er die Erdbeeren gnädig an und stellte sie in der Werkstatt neben sich. Sophia Elena nahm eine Erdbeere und begann sie zu seinem großen Erstaunen genüsslich zu essen. Sie probierte zum ersten Mal eine neue Geschmacksrichtung und sie fand sie fantastisch. Die Kleine war naiv und unbeeindruckt von den Vorurteilen der Erwachsenen. Außerdem bereitete ihr die Frucht nichts als großes Vergnügen. In ihrem unreifen Denken schloss sie daraus, dass ihr Großvater Erdbeeren mochte und dass die Dame ihr deshalb ein ganzes Tablett mit Erdbeeren geschenkt hatte. Sie konnte also nicht alles aufessen, aber sie reichte ihrem Großvater mit ihrer kleinen zarten Hand eine Erdbeere. Don Juan hatte seit dem Tod seiner Frau vor ein paar Jahren keine Erdbeeren mehr gegessen. Aber er liebte Sophia Elena und konnte diese schöne Geste nicht ablehnen, die er gerne annahm. Zu seiner Überraschung empfand er keine Trauer, sondern große Zufriedenheit, da Sophia Elena in ihrem Wesen einen großen Teil seiner Frau in sich trug. Und nach so langer Zeit entdeckte er, dass er mit Freude Erdbeeren aß. Sophia Elena, die ein sehr intelligentes Kind war, übersah nicht, dass es sich um dieselben Früchte handelte, die in ihrem eigenen Garten gewachsen waren. Und da sie glaubte, dass niemand sonst es bemerkt hatte, fühlte sie sich, als hätte sie eine große Entdeckung gemacht. Am nächsten Tag nahm sie ein paar Erdbeeren mit und brachte sie ihrem Großvater als Geschenk für Don Juan. Der war bereits von den Geistern der Vergangenheit befreit und aß sie mit großer Freude. Seitdem ging Sophia jeden Nachmittag in den Garten, um Erdbeeren zu pflücken, und dieses schöne Ritual wurde feierlich wiederholt. Die kleine Sophia Elena pflückte die Erdbeeren im Garten und schenkte sie ihrem Großvater, bis sie eines Nachmittags auf die Suche nach Erdbeeren ging und keine mehr fand, weil sie schon alle gepflückt hatte. Es ist nicht klar, warum Sophia Elena wusste, wo sich das Haus der Frau befand, die eines Tages Don Juan dafür bezahlte, einen Fernseher mit einem Tablett voller Erdbeeren zu reparieren. Also ging sie dorthin und klopfte an die Tür. Sie sagte mit ihrer kindlichen Stimme: „Können Sie mir bitte ein paar Erdbeeren geben? Sie sind für meinen Großvater." Die Frau, die von ihrer Freundlichkeit ganz entzückt war, gab ihr jeden Tag ein paar Erdbeeren. Sie steckte sie in ihre Taschen und brachte sie zu ihrem Großvater. Don Juan, der sich auf seine Reparaturen konzentrierte, bemerkte nicht, dass seine Enkelin jeden Tag das Haus verließ und eine halbe Stunde unterwegs war, um ihm die Erdbeeren zu bringen. Er dachte, die Erdbeeren kämen aus seinem Garten, bis zu jenem schicksalhaften Nachmittag, als sein neuer Nachbar in der Stadt es wagte, Sophia Elena zu folgen und den Grund für ihre täglichen Spaziergänge entdeckte. Obwohl der Mann von dieser schönen Geste der Liebe fasziniert war, sorgte er sich um die Sicherheit des Mädchens und ging zu ihrem Großvater, um mit ihm zu sprechen. Don Juan züchtigte Sophia Elena nicht, weil er sich freudig darüber wunderte, wie sehr seine Enkelin ihn anhimmelte. Vielmehr wollte er sie vor dem alltäglichen Ritual schützen, allein auf der Straße herumzulaufen. Er fand eine Lösung, die alle zufriedenstellte. Er bat die Dame um ein paar Erdbeeren und pflanzte sie in seinen Garten, damit es in dem Haus nie wieder einen Mangel an diesen Früchten geben würde. Seitdem verbrachten Sophia Elena und ihr Großvater jeden Tag einen schönen Moment mit ein paar Erdbeeren. Aber jetzt muss sie sich nicht mehr auf diese regelmäßigen Spaziergänge auf der Straße einlassen. Das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren Sie es und teilen Sie das Video. Hinterlassen Sie bitte Ihre Gedanken im Kommentarbereich. Vielen Dank und bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen!